Servus Dartkollege. Ich habe Post bekommen vom Dartshop Michel. Ja, und da steht irgendwas drauf. Da sollen auf jeden Fall die Michael Smith Darts drin sein. Und ich mache jetzt das Video, weil der Michel mir geschrieben hat, er hat mir noch eine Überraschung reingepackt. Und was das jetzt letztendlich sein soll, das weiß ich nicht genau. Und deswegen mache ich ein kleines Reaction-Unboxing-Video sozusagen. Also ich boxe hier an, mit dem Handy filme ich jetzt das Unboxen. Hier mit der Kamera gucken wir dann mal, was drin ist und wie das dann aussieht. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich richtig gespannt, weil da hat er sich einfach einen Scherz erlaubt und hat mir nicht gesagt, was er noch mit reingesteckt hat. Also hier mal die Aufnahme starten. So, und dann versuche ich das jetzt halt hier einhändig auszupacken. Was, wenn ich aufstehe, seht ihr mich natürlich dann nicht mehr. Das ist natürlich dann Sinn und Zweck verfehlt. Ich mache das hier mal so. Das ist natürlich... Ja, da gibt es Leute, zum Beispiel Dartsgrondel, der kann das besser einhändig, weil der das immer einhändig macht. Ich habe hier oft ein Stativ. So. Drücken wir mal drauf, da steht auf jeden Fall irgendwie Bulls drauf. Jetzt gucken wir, was das Ganze da sein soll. Ach ja, also ich kann es wirklich nicht gut einhändig. Ja, immer vom Körper wegschneiden, so wie es der Simon ja auch sagt. Klar, verlasse mich da ganz auf die Skills von meinem YouTube-Kollege. Jetzt bin ich gespannt. Ich darf die Sachen übrigens auch erst am 28. April zeigen, die da drin sind. Deswegen ist es natürlich jetzt noch spannender, weil es halt Sachen sind, die erst noch gelauncht werden. Also das ist es schon mal nicht. Das ist es auch nicht. Oh. Oh. Ah. Oh. Noir. Oh. Nee. Leck mich. Leck mich. Nee, das sind... Die wollte ich auch schon immer haben. Nein. Nein. Rusty Jake. Rusty Jake. Geil. Geil. Geil, die sind ganz neu. Geil, die sind ganz neu. Boah. Mega, mega, mega. Und was haben wir noch? Luc Peters, die sind auch neu. Das sieht ihr schon an der Verpackung. Die Verpackung ist ein bisschen anders als die. Oder die sind doch auch neu. Luc Peters, muss ich mal nachgucken. Lege ich euch eine Voice-Over drüber, wenn es nicht neu ist. Geil, aber Rusty Jake, ne. Und dann ein neues Orbis Case. Geil, mit Ratajski Branding. Da hat der Bulls wirklich was Geiles Neues gemacht. Und Unicorn Noir. Michael Smith, auch noch die Noir-Edition. Und das sind das jetzt die Weltmeister. Geht jetzt ganz schwer. Ich muss das jetzt mal da hinlegen. So, jetzt habt ihr kein Boxbild. Ich habe aber ja zwei Hände. Ich mache es hier auf einfach, da könnt ihr es ja auch sehen. Michael Smith. Bully M3. Okay. Geilo Max. Das sind die Noir Darts von Michael Smith. Geil. Also, jede Menge Material wieder für Videos und ja, Tests. Hier, wir gucken nochmal rein. Hier, geil. Michael Smith Noir. So, dann haben wir hier das neue Orbis von Christoph Ratajski. Mega. Mega Orbis S. Bestes Startcase übrigens. Das ist ja mega geil. Dann haben wir hier Luc Peters und mein Favorit in dem ganzen Ding, Rusty Jake Rodriguez RGR3. Leckt mich am Socke. Da hat er mich überrascht.